Oh ja, ja, absolut, danke Leute. Und wie versprochen, hier ist euer Schlüssel zum Lager. Jut. Gut gemacht, Phantom, dein Mut und deine Geduld waren bewundernswert. Hey, er bedauernswert, euch kann man viel zu leicht zu Laufbursch machen. Kaka! Whisper, wer ist das? Ah, das ist dieser Joker ist. Eine Sekunde, bitte. Ah ja, Scharlahan, ein Yokai, der... Warte kurz. Schwindelt, betrügt und immer bei Steinschere Papier mogelt. Ein durch und durch korrupter Yokai. Ein korrupter Yokai, was? Das bedeutet ja... Dieses ganze Gerät, dass er nicht von seinem Arbeitsplatz weg darf, war... Alles eine Lüge, du bist in der Tat ein Scharlahan. Jetzt schreit doch nicht so, sonst... Kaka! Super Macht! Ah! Ich wollte euch ja warnen, aber ihr wolltet nicht zuhören. Tja, Pech gehabt! Zurück in die Yokai World! Also? Hey, wir sollten besser aufweglaufen! Das brauchst du Miau nicht zweimal zu sagen! Oh, diese Mission mag ich nicht! Verdammte Axt! Rennt um euer Leben! Noch nie war Einkaufen so gefährlich gewesen! Nein! Oh, ich wusste, dass es klappt wieder mal nicht! Was zum? Verflixt hat uns erwischt! Vielen Dank und auf nimmer Wiedersehen! Ah, ich wusste doch! Diese eine Sache, die wird mir wieder mal das Verhängnis werden bei diesem Let's Play. Uff, ah! Der Supertöpfer hat sich wirklich ins Zeug gelegt, um uns zu schnappen. Wir müssen aber trotzdem wieder rein. Aber wir können nicht aufgeben, jetzt wo wir den Schlüssel zum Lager haben. Phantom, wir müssen da wieder rein. Menschenskinders, ich frage mich wirklich, wie viele... Schön wasser bleiben, der Supermarktleiter streift noch durch den Laden. Er will uns fangen, also müssen wir gleich zum Lager, wenn wir drin sind. Ich frage mich eigentlich, wie viele Versuche ich beim ursprünglichen Let's Play hier gehabt habe. Ich hoffe wirklich, dass der gruselige Supermarktleiter diesmal nicht da ist. Willkommen! Ah, lauft weg! Shitty! Einfach shitty das Ganze! Lauf! Lauf, verdammt nochmal, um dein Leben! Hey, zweiter Versuch! E.T. kann stolz auf uns sein. Und vor allem auch George Lucas. Das tut weh. Manche Sachen gehen ja also doch leichter von der Hand, wenn man es schon mal gemacht hat. Bloß zwei Versuche haben wir hierfür gebraucht. Ich glaube, er bräuchte ein Mittel gegen Sodbrennen. Wir haben's geschafft! Zum Glück waren da gerade die Gesetze der Physik auf unserer Seite! Wie bitte? Für dich vielleicht, mich hat es gerade an Amys irres Radfahren erinnert. Es wäre leichtsinnig zu denken, dass uns der Supermarktleiter in Ruhe lässt. Jetzt also Moment gekommen. Wir müssen zum Lager, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Okay. Es geht mal weiter hier in der Ecke.
In der Supermarktecke. Ei, ei. Ei, ei. Wir sind hier gleich so fast in der Ecke. Lagerschlüssel benutzt, um die Tür zum Lager zu öffnen. Und wir machen hier jetzt Lagerinvasion erfolgreich. Hab ich's mir doch gedacht, hier wimmelt es nur so vor Zombies. Und wenn Shalahan recht hat, ist das Zombie-Geheimnis hier versteckt. Ja, aber es war eben Shalahan, dem würde ich gar nichts glauben. Wir haben es bisher geschafft, das darf nicht umsonst gewesen sein. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Okay, ein billiger Armreif. Können wir gebrauchen. Wollte ich meinen, aber den können wir nicht gebrauchen. Also gut. Es scheinen hier so manche Überwachungssysteme zu geben. Aber leider wohl nichts, was wir unbedingt gebrauchen könnten. Abgesehen davon, dass wir sag schnurstracks ins Ziel gelaufen sind. Wie sieht es eigentlich IP-technisch aus? Die Frage muss jetzt gestellt sein. 82, 296, 78, 286, 99, 83. Wisst ihr was, wir wagen es halt. Ih, was ist das für ein Raum und warum ist es plötzlich so kalt? Sieht aus, als wären wir hier in der Fleischgefrierkammer. Fleisch ist nicht gut. Zombies essen Fleisch. Eigentlich essen sie Gehirne, Chibanyan. Du bist also ziemlich, zumindest ungefährdet. Wow. Oh nein, da sind sie. Jetzt haben wir euch. Worte, die ich nie hören wollte. Verflixt nochmal, jetzt sitzen wir in der Falle. Dann bleibt uns nur noch eines zu tun. Wir kämpfen. Ihr seid Eindringlinge. Ich sollte euch den Kunden zum Fraß vorwerfen. Mit ordentlich Sabber. Der Supermarktleiter. Leider beim besten Willen keine allzu gute Musik. Komm schon, Wutwammel! Warte mal, wieso zum Henker hängt da ein Stück Fleisch? Leider. Nicht so gut wie erwartet. Thank you.
Naja, aber auch so ist der Bossfight einfacher zu machen als erwartet. Okay, das ist jetzt unsere Chance. Greifen wir mit allem an. Was uns zur Verfügung steht. Okay, bisher klappt wirklich alles genauso. Wie geplant. Und nichts hält uns besser auf. Tja, läuft bisher wirklich alles ziemlich super. Der Supermarktleiter ist gleich endgültig verkohlt. Oh, wir haben ihn schon besiegt. Das ist gut. Gerade wo ich erst sagt, den Ulti-Seelangriff von Will nicht mal ausprobieren wollte. Ob das jetzt eigentlich auch schon ausreicht für eine Entwicklung? Nein, leider noch lange nicht. Nicht doch, er macht immer noch weiter? Alles klar, wir müssen einfach weiter auf ihn einschlagen. Wartet mal bitte eine Sekunde. Ich brauche eine Pause, ich mache doch nur meine Arbeit, ich meine es nicht böse. Warte mal, du kannst normal sprechen? Scheint, als hätte er sich von der Rolle des monströsen Marktleiters gelöst.
Es war alles nur gespielt. Ich muss das tun, damit ihr nicht mehr herkommt. Wie meinst du das denn, ja? Naja, es sind kürzlich Menschen eingebrochen, während wir hier waren. Und dann kam dieser Bericht über den spätnächtlichen Zombie-Supermarkt. Sprichst du von den Reportern des Fancy Z-Artikels? Was ist so schlimm daran, dass Leute von euch wissen? Ah, dieser Laden ist für Yokai. Menschen würden die Kunden verschrecken. Unseren Yokai-Kunden zuliebe können wir hier keine Menschen dulden. Ich verstehe, das macht natürlich Sinn. Schwierige Zeiten für uns Zombies, seit wir die Zombie-Nacht verlassen haben. Wir dachten, wir hätten hier eine Zuflucht gefunden, die mussten wir verteidigen. Und darum muss ich alle herumspionierende Menschen verscheuchen. Das war also das Zombie-Geheimnis, von dem Schala angesprochen hat? Ja, war es. Und jetzt ist gelüftet. Jetzt haben wir keine Wahl mehr. Wir müssen den Laden dicht machen. Hehehe, warum das denn? Ihr könnt doch weiter hier einkaufen. Wir behalten euer Geheimnis für uns. Kein Problem, muss keiner wissen. Echt, meint ihr das ernst? Ist okay, wenn wir niemandem etwas erzählen fänden? Phantom? Klar, das bleibt unser kleines Geheimnis. Dankeschön, vielen Dank. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Die Kunden haben nichts gegen euch. Im Namen dieses Ladens bedanken wir uns, dass ihr hier eingekauft habt. Juhu. Und damit ist dieses Mysterium aufgeklärt. Jetzt bleibt nur noch eine Sache zu tun. Feierabend machen. Ah, ich weiß es. Mysterium aufgeklärt. Ja, ein super Zombie-Geheimnis gelüftet. Wir haben im zweiten Anlauf die ganze Sache mit dem Einkaufswagen hingekriegt. Was will man mehr? Naja, vielleicht ein paar Tempuras? Oder doch eher kleine Klugels? Und der nächste Morgen ist angebrochen. Oh, schon hell. Wie lange waren wir da drin? Lange genug, dass wir uns einen Klopfer auf die Schulter verdient haben. Dieses Mysterium haben wir super schnell aufgeklärt, oder? Das haben wir. Wir haben aber gar nicht rausgefunden, was diese Zombies eigentlich waren. Ist das wichtig? Eines weiß ich ganz sicher. Und was ist das? Der Marktleiter meinte zwar, wir wären jederzeit willkommen, aber ich möchte in nächster Zeit nicht wieder in die Nähe dieses Ladens. Kann ich dir nicht übel nehmen. Tja, jetzt muss man sich erstmal eine Mütze Schlaf gönnen. Oder die Vorschau. Oder die Vorschau. Alles wird gut, mein Schatz. Munkler, könntest du die Y-Akten bitte nicht Schatz nennen? Schau mal, Skepti, du wirst sehen. Wir basteln uns ein Floß und paddeln flussabwärts. In Ordnung, hört sich spaßig an. Lasst uns Artefakte in den Ruinen suchen. Ja? Alte Fakten? Sowas wie ein historisches Quiz? Natürlich nicht. Pass auf, Artefakte sind... Hey, ich Kapitel bin... Kapitel 4. Schlafende Artefakte weckt man nicht. Ja, alles klar. Klingt ziemlich seltsam, findest du nicht? Nicht so seltsam, wie du es bist, Munkler. Komm, legen wir los. Aber das auch erst an einem anderen Tag, in einem anderen Part. Jetzt auf jeden Fall ist eine kurze Pause hier am Start. Oder besser gesagt, Fortsetzung folgt. Gleich hier am Start. Ist gleich hier am Start. Und zuvor, ja, sag ich da mal, vielen Dank fürs Zusehen. Der Supermarkt ist jetzt aktuell geschlossen. Beehren Sie uns bald wieder. Bitte sehr schnell. Bis dann und ciao.